geht es ab zum Bärensee. Und am Bärensee sind wir an diesem ganzen Wochenende unterwegs bei der Team-Spot-Suche. Das heißt, wir durchforsten wieder den gesamten Bärensee auf wilde Spots, da wo man normalerweise nicht angelt. Und auch da, wo man normalerweise nicht angelt, zack, geht auch tatsächlich mal was rein. Ungewöhnliche Spots testen heißt es bei der Team-Spot-Suche. Wenn du Bock darauf hast, mit allen anderen auch mitzutesten, verschiedenste Köder an unterschiedlichsten Spots. Unter dem Video gibt es den Link zum Discord. Da einmal reinschauen, die Regeln natürlich bestätigen, einmal durchlesen. Und dann da in dem Bereich Team-Spot-Suche einfach anmelden, für welchen Bereich. Wir haben den gesamten Bärensee hier in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Mein Bereich ist jetzt hier zum Beispiel der Bereich Nummer 3. Und den teste ich gleich. Ich zeige das auch gleich nochmal eben auf der Map, von wo bis wo ich jetzt hier alles teste. Verschiedenste Arten und Weisen. Ich stand jetzt hier an der Stelle auch schon mit normalen Ködern sozusagen. Ich stand hier mit dem Tauwurm und mit der Kartoffel. Und jetzt habe ich dann gerade mal geändert. Na, guck mal hier, ein schöner Schuppi, ey. Geändert auf Boilies. Nice. Denn hier vorne auf 30 Meter ungefähr ist eine Muschelbank. Und Muschelbank ist immer ein ganz gutes Zeichen. Die Karpfenangler am Bärensee kennen das, am Bernsteinsee meine ich. Und da sind die Muschelbänke auch häufig auf 35 Meter so ungefähr. An den verschiedensten Topspots vom Bernsteinsee. Ja, und auch hier, wie gesagt, gibt es Muschelbänke. Ich hatte zuletzt ja auch nochmal ein Video gemacht zu einer Muschelbank am Windenbach. Kann ich auch nochmal verlinken, auch richtig gut. Auch da fängt man immer wieder gut am Windenbach. Das sind halt Stellen im Gewässer, wo einfach extra Nahrung herrscht. Also das heißt, die Fische finden bei den Muschelbänken wohl extra gut irgendwie Nahrung. Und das machen wir uns einfach zunutze. Das heißt, wir werfen genau da aus und vielleicht sogar mit den Ködern, die man da findet. Also irgendwas Muscheliges, was Fischiges. Und das habe ich hier gerade auch zusammengemischt. Ich habe noch keine Futtermische drin, wobei ich halt die ganze Zeit überlege, ob man da nicht auch eine Futtermische für machen könnte. Aber ich teste natürlich erstmal blank und gucke, was hier überhaupt alles so reingeht. Und ob hier die Köder, die ich gerade verwende, auch funktionieren. Und bis jetzt tun sie das. Also ich habe jetzt frisch ausgeworfen hier. Bin noch mit diesen Boilies jetzt noch gar nicht so lang unterwegs. Und es sieht wirklich gut aus mit Boilies und Co. Ich zeige nochmal gleich eben das Setup, mit dem ich hier unterwegs bin. Ich stand vorher gerade noch mit den kleineren Fiederruten unterwegs. Warte mal, können wir auch wieder auswerfen. So, na, ein bisschen weiter. So, auf 30 Meter. Zack. Knappe 30, jawohl. Okay, also Setup Nummer 1, beziehungsweise das hier ist unten, ist noch ein bisschen geteste. Und ab dem hier, da hatte ich, gucken wir nochmal eben rein, da ist der Schuppi. Und das war dann hier quasi schon der erste Test, weil doch da die Muschelbank ist. Aber eben noch auf feinem Setup hier. Das war mit den Fiederruten, mit der HSV als Rolle. Der ging auch ordentlich rein in die Bremse. Mit fast 13 Kilo war das schon ein schöner Drill. Aber das war halt der erste Test hier auf der HSV mit Krabbe und Fischpellets mit Garnele 16. Ich gucke gerade mal, habe ich das noch auf der einen Route? Auf einer muss das ja sein. Ich gucke gerade nochmal nach dem Dip. Welcher Dip das war? Hier sind die Routen. Ja, genau. Mit Muscheldip. Also Krabbe, Fisch, Pellets 14, Garnele 16. Das in Kombination hier. Einserhaken mit Muscheldip. Also in der Kombination hat das auf dem Setup hier schon ganz gut funktioniert. 17er Vorfach, Einserhaken. Reicht also völlig, wenn man eben auch hier mit einem kleineren Setup oder ich sag mal einem mittelschweren Setup unterwegs ist. In dem Fall hier auch, weil das da schlammig ringsherum ist, habe ich einfach gesagt, okay, wenn ich mal nicht so ganz treffe, die Muschelbank, die ist ja nicht so groß, liege ich halt ungefähr da in der Nähe immerhin noch. Bin also bei dem schlammigen Blei und Leadcore geblieben. Und jetzt verwende ich gerade
Ja, hier mal einen 1-0er Haken, bisschen größer extra reingegangen mit Krabbe Fischpellets 18 und einen 20er, also das ist das große Setup. Dann ist hier auch also so Muschel, ne, Auster und Krabbe als Dip. Dann haben wir hier das nächste Setup, wieder mit einem 1er Haken, Krabbe und Fisch auf 18, Garnele 16, quasi wie das vorherige. Und dann haben wir hier wieder 1er Haken. Und dann auch hier mal mit Muschel, Krabbe und Muschel auflösen und Muscheldip. Also hier dann der Schwerpunkt auf die Muschel. Bisher haben sie auch alle geliefert. Scheint also mit den Muscheln ganz gut zu funktionieren. Ja, 49, 45. Wo sind wir hier auf der Map? Wir sind gar nicht weit weg. Und das ist hier eben komplett mein Bereich Nummer 3. Wenn wir jetzt hier so die Übersicht mal eben haben. Also alles das, was jetzt hier so rot eingefärbt ist, das ist quasi der Bereich Nummer 3. Ich zoome auch nochmal eben ran. Ich habe jetzt quasi hier vorne angefangen, habe dann auch schon einen kurzen Bericht ins Discord reingeschrieben. Ich stand hier am Anfang direkt, habe da verschiedenste Köder probiert. Ungefähr 6 Ingame-Stunden habe ich mir gedacht, komm, das muss reichen. Da ging einfach gar nichts. Auch das kurz dokumentiert. Die Dokumentation findest du dann auch im Discord in dem Bereich. Und dann bin ich weitergelaufen, habe da noch ein bisschen rumprobiert, bin dann bis hierhin eben marschiert und teste jetzt hier ausgiebig weiter. Und auch den Bericht, das werde ich dann gleich dokumentieren. Das heißt also gleich, wenn es hell ist, dann mache ich dann so einen Screenshot. Oder ich mache das einfach so hier mit der Windows-Taste mit Shift und S. So, dann kommt dieses. Und dann ziehen wir jetzt hier oben in der Ecke links so ein kleines Kreuz einfach hier so rüber. Zack. Und dann haben wir das im Zwischenspeicher. So, gehen wir rein wieder ins Bild. Und den Zwischenspeicher, war jetzt quasi Steuerung C sozusagen. Jetzt mache ich gleich mit Steuerung V, kommt das dann gleich ins Discord rein. Dann habe ich das Bild sofort im Discord. Schreibe noch den Text dazu hier an der Stelle. Und dann gehe ich vielleicht noch auf Setup weiter ein und so weiter. Bei der Temperatur, bei dem Wetter und so weiter. Also viele Informationen, je mehr Informationen, umso besser. Und dann haben wir halt hier einen schönen Anhaltspunkt. Ist das eine Stelle, die funktioniert oder eben nicht? Und dann kann man das eben schön aus ganz vielen, die eben mitmachen bei der Teamspot-Suche, neue Erkenntnisse ziehen, an welchen Stellen am Gewässer man welche Fische fängt. Vielleicht gehen ja hier auch gleich noch Schleien rein oder Barben oder sowas. Wäre halt super interessant. Ich warte auf jeden Fall noch die Morgenstunden ein bisschen ab, dass wir hier mehr Ergebnisse haben. Tja, so viel dazu, so viel zu dem Spot. Heißt also für dich, wenn du Bock hast, auch mitzumachen hier bei der Team-Spot-Suche, wie gesagt, einfach anmelden im Discord, kurz reinschreiben, ich nehme Bereich so und so und dann Attacke Vollgas. Testen, 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 auf dass wir hier demnächst die richtig schönen Brocken rausziehen. Petri, ihr Lümmelt, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.